Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Ott, der vorliegende Antrag der SPD ist so irrwitzig, dass man aus dem Kopfschütteln nicht mehr herauskommt. Man fragt sich manchmal wirklich, was in den Köpfen solcher Antragsteller vor sich geht. Die Überschrift mit den Begriffen Sicherheit, Struktur und Klarheit wirkt wie Hohn, wenn man sich den Unsinn durchliest, den wir hier debattieren müssen. Wenn die Forderungen dieses Antrags umgesetzt würden, würde das nicht Sicherheit, Struktur und Klarheit erzeugen, sondern Chaos und Gefährdung. Da sind einmal die Widersprüchlichkeiten, die in Ihrem Antrag zu beklagen sind. Zum einen sollen die Lehrkräfte und die Schulleitungen sich von den zurückliegenden Strapazen des Fernunterrichts und des Rumschulbetriebs unter erschwerten Bedingungen erholen. Zum anderen fordern Sie gleichzeitig Ferienkurse, Projektwochen, Öffnung von Schulen in den Sommerferien und dann den Einsatz von Referendaren und Lehramtsanwärtern. Können Sie mir einmal sagen, inwiefern sich da Lehrkräfte und Schulleitungen erholen sollen? Und der Schulbetrieb in den Ferien ruft weiterhin den Schulträger auf den Plan, der für Hygiene sorgen, aber eventuell Reparaturarbeiten natürlich nicht durchführen kann, wenn da Betrieb ist. Darüber hinaus fordern Sie für diese Ferienspiele den Einsatz von weiteren Personal, wie Sozialarbeitern, Inklusionsbegleitern, Lehramtsanwärtern und vergessen dabei, dass dieses Personal für diese Arbeiten erst einmal verpflichtet werden müssen, teilweise neue Verträge geschlossen werden müssen. Wer macht das alles und auf welcher Rechtsgrundlage? Wie sehen solche Verträge denn dann aus? Wie sind diese Leute versichert? Auch Ihre tolle Idee, mit außerschulischen Lernorten Kooperationen einzugehen, das kann man hier im Parlament alles mal eben so kurz sagen. Aber das verkennt völlig den organisatorischen Aufwand, den die Durchführung verlangt, mit Gruppenorganisation, Personenbeförderung, Begleitung, Versicherung und anderes mehr, Herr Ott. Ja, hier können Sie große Reden schwingen, aber wenn es dann ans Machen geht, da sind Sie ja weit von entfernt. Diese Forderungen bezeugen eine Unkenntnis des normalen Schulalltags, seiner Schul- wie personalrechtlichen, organisatorischen und pädagogischen Grundlagen in einem Maße, dass man zwischen tiefem Mitleid über die unverzeihliche Ahnungslosigkeit des Antragstellers und heller Empörung über die Zumutung gegenüber den davon Betroffenen hin und her gerissen wird. Der hier vorliegende Antrag lässt eine Rücksichtslosigkeit gegenüber den Leistungsträgern innerhalb des Schulwesens erkennen, der die gesamte Unmenschlichkeit sozialistischen Denkens entlarvt. Immer suggerieren sozialistische Forderungen, eine scheinbar gute neue Welt schaffen zu wollen. Aber in Wirklichkeit läuft jede dieser Forderungen darauf hinaus, dass die Leistungsträger und die Willigen des Gemeinwesens mit Geldleistung, Arbeitsleistung oder Duldungsleistung das umsetzen, was Sozialisten dann als eigenen Einsatz für eine angebliche Gerechtigkeit gewertet wissen wollen. In Wirklichkeit, und das beweist dieser Antrag wieder sehr anschaulich, legen sozialistische Forderungen den jeweiligen Leistungsträger immer ungebührliche Lasten auf. Nein, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Ihr schulisches Sommermärchen, das in diesem Antrag dem Parlament vorliegt, würde eine Arbeitsbelastung für kommunale Bedienstete und Lehrkräfte wie Schulleitungen nach sich ziehen, die unverantwortlich ist und diesen Personenkreis nun endgültig zermürbt. Wenn dann natürlich die Städte und Gemeinden selbst Sommerferienzeiten für die Kinder ihrer Gemeinden anbieten, ist das selbstverständlich eine gute Sache. Aber lassen Sie die Schulen da heraus. Und die Schulen, die auch in den zurückliegenden Jahren im Sommer Angleichungskurse für Neueinsteiger geboten haben, ich habe selbst die Erfahrung an meiner Schule, werden selbst entscheiden, inwiefern sie das in diesem Sommer auch durchführen oder eben nicht. Dazu bedarf es des SPD-Antrags nicht. Darüber hinaus wird die Forderung nach einem schulischen Sommerzirkus auch nicht dem gerecht, was die Schülerinnen und Schüler wollen und was ihnen zusteht. Die Schüler und Schülerinnen wollen endlich wieder einen normalen Unterricht nach Stundenplan und Fächerkanon. Sie wollen lernen und weiterkommen, wollen zusammen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern tatsächlich geistig tätig sein und sich endlich wieder in aller Ruhe mit den Dingen auseinandersetzen, die im Schulunterricht Gegenstand der Betrachtung der geistigen Durchdringung sind. Unterschätzen Sie doch bitte die Schülerinnen und Schüler nicht. Wie wirklichkeitsfremd Ihr Antrag ist, zeigt aber noch ein anderes Beispiel, das wirklich zum Lachen ist. Also, Sie fordern Planungssicherheit für die Eltern, eindeutige Botschaften des Ministeriums und verlässliche Antworten. Soweit, so gut.
Gleichzeitig aber soll die Landesregierung zur Erarbeitung des von Ihnen geforderten Konzeptes und der verlässlichen, glasklaren Antworten mit den Vertretern von 11 Gruppierungen eine Übereinkunft erzielen, die in sich wiederum zahlreiche andere Interessensvertreter unter ihrem Dach vereinen. Die Landesregierung soll mit dem Parlament, also hier, den Elternvertretern, Bezirksregierungen, Kommunen, Lehrergewerkschaften, Schülervertretungen, Verbänden behinderter Menschen, Trägern des Ganztags, Vereinen sowie Vertretern der Jugendhilfe, also mit all diesen Vertretern, also ca. 270 bis 300 Personen, soll die Landesregierung ein klares, präzises, verlässliches und messerscharf für alle Gelegenheiten dieser Pandemie passendes Krisenkonzept entwickeln. Also ehrlich, wer so etwas vorschlägt, muss sich nicht wundern, wenn er nur belächelt und nicht für voll genommen wird. Es ist nicht nur irrsinnig, es ist unmöglich, was da durchgeführt werden soll. Ich hoffe, im Parlament ist noch so viel Sachverstand versammelt, dass dieser Antrag abgelehnt wird. Das gleiche Schicksal verdient der Entschließungsantrag der Grünen, der außer Betulichkeitslyrik nichts Substanzielles zu bieten hat. Sie wollen auf der einen Seite etwas mehr Unterricht zulassen, auf der anderen Seite aber die Beschränkungsregelung beibehalten, sodass Unterricht eigentlich nicht möglich oder zumindest sehr erschwert wird. Das, was Sie im Antrag vorbringen, ist weder durchführbar noch sinnvoll. Und eins, Frau Bär, muss ich Ihnen noch sagen, Sie sprechen immer von benachteiligten Kindern. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, in dieser Pandemiesituation sind alle Kinder benachteiligt, auch die Kinder aus den Familien, die man für geordnet halten kann. Auch diese Kinder sind stark benachteiligt und nicht immer nur die Kinder, an die Sie denken. Vielen Dank.